Sonja, 24, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Um was geht's? Es geht bei mir um eine Internetbekanntschaft, die ich gemacht habe. Und zwar hat sich das entwickelt von einem Sprachkontakt, den ich gesucht habe, zu einer... Einem Sprachkontakt? Was heißt das? Also ich habe halt in so im Internet, sag ich mal, inseriert, dass ich jemanden suche zum Spanisch sprechen. Ach so. Genau, also dass ich halt mein Spanisch üben möchte oder auch das Englisch und da jemanden suche. Ja. Und da hat sich dann halt auch derjenige gemeldet. Und das ist dann halt... Ein rassiger Spanischlehrer. Nee. Nee, eine Spanischlehrerin. Nein, also er ist Peruaner. Okay, ja gut. Aber kein Sprachlehrer oder so und arbeitet in der Bank. Aber spricht gut Spanisch. Natürlich, als Muttersprachler. Natürlich. Und das hat sich dann halt von diesem Sprachkontakt hin zu einem Sexkontakt entwickelt. Also wie sieht das jetzt aus? Ihr lernt eine halbe Stunde Vokabeln und dann geht er eine Stunde in die Kiste, oder wie? Nein, also es ist ja nur übers Internet. Also wir sehen uns ja nicht. Ach so, ihr trefft euch gar nicht. Nein, in Peru. Also. Ach, der sitzt sogar in Peru? Ja. Ich dachte, der käme aus Peru und wäre hier irgendwo... Nein. Ach so, dann ist das dann so Cybersex oder was? Ja, genau. Mit Kamera? Genau. Wie oft passiert das? Ein bis zweimal die Woche. Aber wir sprechen uns fast jeden Tag. Jetzt nur von der Aufteilung her, wie viel ist denn aktuell auch noch Sprachunterricht dabei? Ja, also wir helfen uns gegenseitig, Deutsch und Spanisch, aber das ist eher der kleinere Teil. Ach so. Aber also ich sag mal, sonst reden wir über, sag mal, Gott und die Welt. Also, was heißt denn, Entschuldigung, wenn ich mal so, was heißt denn Geilheit auf Spanisch? Ich bin geil. Soy caliente. Aha. Aber... Ich glaube, es sind ganz viele Leute jetzt zuschauen und zuhören, die Spanisch können. Und aber es sind halt nicht nur, also es ist nicht nur der Webcam-Sex, sondern ich habe auch Videos gemacht und Fotos geschickt und so. Und wir kennen das nochmal für die Leute, die vielleicht da nicht so besonders sind. Ihr habt beide so eine kleine Cam, entweder im Laptop oder auf dem PC stehen. Genau. Und ihr macht euch da nackig und onaniert und so weiter. Und der andere guckt zu. Ja, ich tue nur so. Du tust nur so? Ja. Aber du bist auch nackt. Ja. Aber du onanierst nicht wirklich. Nein. Warum nicht? Weil ich das nicht mag. Weil du das nicht magst? Nein. Also es ist, am Anfang, sag ich mal, habe ich mitgemacht. Ich war irgendwie interessiert, ich war neugierig, aber ich bin auch so drauf reingefallen, weil er hat sich am Anfang jünger gemacht. Also er ist 12 Jahre älter, was er hinterher gesagt hat. Also ansonsten hätte ich das auch gar nicht gemacht, weil ich konkret jemanden gesucht habe, der halt mein Alter ist und nicht älter. Okay, dann warst du ein bisschen enttäuscht. Ich war entsetzt. Also, ja gut, er ist ja nur keine 90, er ist 36, das geht ja auch noch. Ja, aber es ist halt... Schon sehr alt, ne? Er hat auch ein altes Foto von sich geschickt, wo er halt auch gut aussieht. Aber ich sag mal, so jetzt ist halt nicht mein Typ, also... Ja, und dann machst du trotzdem diese Sexgeschichten vor der Kamera? Ja. Obwohl du gar keinen Bock drauf hast? Nee. Also, es geht nicht um das Onanieren. Du onanierst schon, wenn du alleine bist, schon. Also, ich bin in einer Beziehung. Ach, du bist in einer Beziehung auch noch? Du lieber Himmel, es wird ja immer doller. Ja, seit ungefähr 2,5 Jahren. Du lieber Himmel, du bist in einer Beziehung. Ja. Und also für den Peruaner ist es halt wichtig, also er hat selber bis jetzt nur ganz kurze Beziehungen gehabt, aber noch nie richtig Sex. Und deswegen ist für ihn halt wichtig, oder dass ich Jungfrau bin. Bin also ich du, aber nicht mehr. Aber du sagst ihm, dass du Jungfrau bist. Ja. Das heißt, er hat dich richtig belogen, jetzt belügst du ihn auch. Ja. Was ist Weil denn ich das halt für... denke, wenn ich es erzähle und sage so, ich habe eine Beziehung und bin es nicht mehr, dass halt dann der Druck kommt, ja, ich habe ja die Videos und die kann ich ja dann veröffentlichen und so weiter. Aber wie dumm ist man denn, dass du dann denen noch Videos von dir schickst? Mit Gesicht auch zu sehen? Ja. Warum machst du das? Ich habe auch schon öfter gesagt, so, ich mach's nicht mehr und vergiss, ich will das nicht mehr. Aber ja, dann kommt halt das Argument, ja, und ich hab die ja, und dann siehst du die bald irgendwie im Internet und wie auch immer, er hat auch meinen Facebook-Account gehackt.
Ich fasse es, was du da für dumme Sachen machst. Ja, ich weiß. Also im Klartext, im Prinzip hast du keinen Bock mehr, mit dem Mann Kontakt zu haben. Nee, nicht so. Nee. Eigentlich würdest du es gerne unterlassen. Ja. Du bist wie lange in der Beziehung, sagst du? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Und dein Freund weiß davon nichts? Nee. Also weiß keiner. Überhaupt ganz am Anfang, wieso hast du dich darauf eingelassen? Bist du unzufrieden in deiner Beziehung? Nein, die hatte ich ja da noch nicht. Also als ich den Kontakt bekommen hatte, da war ich noch nicht in der Beziehung. Ach so. Ach so. Also das so, so lange, das hatte ich jetzt nicht kapiert. So lange läuft dieser Kontakt mit Peru schon. Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren? Ja. Das wird ja immer krasser. Ich weiß. Seit 6 Jahren läuft das schon? Mhm. Seit 6 Jahren machst du mit dem Chemsex? Ja. Einmal, zweimal, dreimal in der Woche? Ja. Und dich ödet es mittlerweile völlig an? Ich hab halt einfach total abgeschaltet. Also ich fühle nichts. Und er holt sich ja mal schön einen runter? Ja. Und ihr sprecht mehr oder weniger ein bisschen Spanisch und Deutsch, so ein Kauderwelsch? Also nee, Englisch hauptsächlich. Englisch. Und also wir unterhalten uns auch sonst über ganz viel. Also ich sag mal, die normalen Unterhaltungen sind okay, aber sobald es halt dazu kommt... Ich verstehe es trotzdem nicht. Und dann, du hast diesen komischen Kontakt nach Peru, dann hast du eine Beziehung hier in Deutschland. Warum hast du nicht spätestens, nachdem die Beziehung in Deutschland kam, das abgebrochen? Weil ich mich nicht wirklich getraut habe. Ja, dann musst du der Beziehung keinen Wein einschenken und dann kann der dich nicht mehr erpressen. Ja, aber ich sag mal, wenn er die Videos veröffentlicht dann zum Beispiel. Tja. Boah, Sonja, ist das heftig. Da weiß ich jetzt aber auch keinen klugen Ausweg, außer ich glaube immer, wenn man in sowas sich verstrickt hat, muss man wirklich volle Kanne nach vorne gehen und alles auf den Tisch legen. Und das ist zwar ganz schrecklich dann, aber einmal durch und dann ist es gut. Würde der das denn tun? Wo würde der die denn veröffentlichen, diese Videos? Auf deiner Facebook-Seite oder wo? Zum Beispiel oder auf YouTube, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Aber ich weiß selber, es ist irgendwo Naivität und Dummheit aber gewesen. Total. Ja. Also wenn du mit dem irgendwie da deine Webcam-Sex-Spielchen hast, okay, aber wobei du da auch aufpassen musst, die kann er ja auch aufzeichnen. Ja, sicher. Also ich weiß auch nicht, ob er es tut. Er sagt auch, dass er teilweise meine Stimme aufnimmt, den hat jemand, was ich gesagt habe, als Beweis sozusagen, dass ich das und das gesagt habe. Also ich würde versuchen, komplett daraus. Ich würde versuchen, meine Facebook-Seite zu canceln, zu löschen. Ich würde alle Informationen, die er über dich hat, versuchen zurückzusetzen. Das Problem, was ich habe, dass also er hat halt meine Telefonnummer, meine Handynummer, meine Festnetznummer und auch teilweise von meiner Familie hat er auch schon angerufen. Du hast die Nummer auch von deiner Familie gegeben. Also wenn ich soll, da musst du es wirklich ausbaden. Wenn du, ja. ich sag's dir mal ganz erlaubt, wenn du so blöd bist, was du da gemacht hast, also. Ja. Dann geh alle Kanäle durch, über die er dich erreichen kann und versuche so weit wie möglich die zu kappen, die du kappen kannst. Und der Rest ist ein Risiko. Und dann würde ich auch, wie ist denn deine Beziehung zu deinem Freund? Die ist gut. Die ist sehr gut. Ja. Toll, große Liebe. Ja, also es ist für mich halt die erste richtige Beziehung. Da würde ich jetzt auch ich würde jetzt rein Wein einschenken. Sonst kommst du aus diesem Lügenknäuel nie mehr raus. Mhm. Nie mehr. Wenn du da jetzt irgendwie noch versuchst, ein bisschen zu hin und her. Und Mann, das habe ich auch noch nie gehört, sowas. Ich weiß, also deswegen, ich hab's auch noch keinem erzählt, weil... Das muss dich doch auch sehr belasten, sowas. Ja, also es nervt mich total, es schränkt mich ein und ich... Ja, er findet irgendwelche Ausreden und ja. Ich dachte gerade am Anfang, das ist so ein bisschen, die Sonja hat vor ein paar Monaten da irgend so einen Typ kennengelernt im Netz und die machen so ein bisschen Schweinkram, aber 6 Jahre sowas zu machen und dann in den
unter den Bedingungen, das ist ja heftig. Ja, ich meine, es stand auch im Raum, dass wir uns mal treffen und ich dachte, okay, dann passiert es sozusagen im richtigen Leben und dann ist die Sache gegessen und dann sieht man sich nie wieder und dann ist das alles vorbei. Mhm. Das Sonja, ich kann dir da nicht mehr sagen als die Notbremse. Zieh die Notbremse. Zieh sie. In der Hoffnung, dass du da einigermaßen unbeschadet mit Beulen und blauem Auge wirst du da, wirst du schon in Kauf nehmen müssen. Mhm. Hammer. Ja. Notbremse. Ja. Und alle Kontakte, die irgend möglich sind, kappen. Mhm. Und Beichtgespräch führen. Ja, ja. Mann, oh Mann. Sonja, viel Glück wünsche ich dir. Alles Gute. Alles klar, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao.